Puttkammer. Und wieder dieser Undav. Was für eine Ballmitnahme und was für ein Tor. 1:1 in der 52. Minute. Und das ist dieser Killerinstinkt eines Gürtz und eines Broschwitz. Hat aber Lust auf Kontern und Chemnitz lässt das zu. 66. Minute. Undav auf weiter Flur. Jakubow zur Stelle. Doch beim zweiten Mal ist der Killerinstinkt schon wieder zurück. Dennis Undav im Stile einer eiskalten Nummer 9 mit dem 2:2 Ausgleichstreffer. Aber das war's noch nicht. Es ging noch weiter. Dennis Undav. Dennis Undav. Wieder Piosek. Wieder Undav. Undav. Und auch Gerslitt. Dennis Undav krönt seine Leistung mit diesem Treffer in der 90. Minute. Und wir schauen mal ganz tief in die Gefühlswelt von Jenas Trainer Lukas Krasnodar. Blieben die bissigere Mannschaft, siehe hier, Böder und der Undav will den Ball, er kriegt den Ball und er setzt sich durch, der Undav, und er behält die Nerven, er behält die Ruhe, da liegt der Böder auf dem Rücken wie ein Käfer und Undav macht das Tor zum 2:1 in der 18. Minute für den SV Meppen. Spiel gedreht, klar, dem Böder tut das weh, so ein fetter Fehlpass und Undav nutzte es aus. Ein Riesenspiel der Meppener. Sie führten hoch. Gute Freistoß für Mepp. Undav bringt den Ball flach zu Rama und der aus der Drehung. Exzellent. Der Anschlusstreffer für Meppen. Überraschend, nachdem die Anfangsphase ja komplett an Würzburg gegangen war. Aber Chapeau an diese Freistoßvariante. Flach unter der Mauer durch auf Rama und der macht das dann großartig. Wechselte Düker. Wieder Undav. Undav, Kolke und Ast, Guda ebenfalls eingewechselt. 82. Minute, der Anschluss für Meppen. Undav hier mit der Direktabnahme und dann Guda. Ballmatt und Undav ganz alleine mit dem Anschluss nach einer halben Stunde. In dieser Szene fragt man sich, warum steht der Undav da so alleine? Papadopoulos steht daneben, beachtet ihn einfach nicht. Der lange Ball landet bei Piosek. Und dann Undav mit einem tollen Zeitfallzieher zum Ausgleich in der 31. Minute. Sechstes Tor für Meppens besten Schützen. Pausenstand 1:1. Das war erst der Abida. Zieht er ihn scharf ein. Da ist Undav und Undav macht's. Doppelpack und Spiel gedreht. 85. Minute. Und da tanzen die Giganten. Aus 1:3 wird 4:3. Meppen macht's möglich. Zweiter Assist für Kleistor. Halbzeit und Meppen drehte auf. Vor allem Dennis Undav. 2:0, 61. Minute. Meppen hatte das Spiel jetzt im Griff. Tolle Übersicht von Kleinsorge und dann Dennis Undav. Der Torjäger, der holte dann nochmal so eine Street Fighter Aktion raus. Sonic Boom. Und da fallen sie alle um, die Meppener. SV Meppen, Undav, Undav von Bayern Reule, ein Pfiff, Elfmeter. Maxi Reule kann es überhaupt nicht verstehen. Und hier sehen wir es nochmal, Undav hebt vorher ab, fädelt dann ein bei Reule. Hier nochmal, hebt ab, berührt ihn dann am Knie, Elfmeter also. 90+3, nochmal ein langer Ball und der Ball landet auf dem Fuß von Undav, natürlich. Wer denn sonst? 9. Saisontor und 19. Scorerpunkt für Dennis Undav. Einfach nochmal hoch und weit rein. Ingolstadt pennt und wird bestraft. Darf sich aber auch nicht beschweren, denn in der zweiten Halbzeit haben sie einfach zu wenig für das Spiel. Kulisse, der lange Ball hinten heraus. Das ist Tankulic, die einzige Veränderung im Vergleich zum letzten Wochenende. Dann ist Dennis Undav da und er macht dieses Sahnetor. 14. Minute, 1:0 für die Hausherrin. Entscheidend, dass Tankulic hier sich durchsetzt und dann Undav. Was ein feines Tänzchen zum Abschluss. Dieser gefühlvolle Heber. Nichts zu machen für Schuldig. Gefährlich sind die Aktionen in der Folge der Preußen nicht. Stattdessen Meppen. Wunderbares Zuspiel einmal mehr von Undav. Und das ist Guda, der mit dem 3:1 in der 84. Minute alles klar macht. Dennis Undav, ein Tor selbst erzielt. Hier kommt eine weitere Vorlage auf sein Konto. Ein Spiel, Meppen in den weißen Trikots. Und wir schauen auf den Mann der Stunde bei den Emsländern. Dennis Undav, 14. Minute und er trifft schon wieder. 11. Saisontor
Dennis Undaff, seid leise, alle wollen sie jubeln und er will den Ruhm gar nicht. Sie lassen ihm viel zu viel Platz. Eintracht Braunschweig, das hat sich nicht rumgesprochen offenbar, dass der mit so viel Platz ganz, ganz viel anstellen kann. Tolles Tor. Vorgetragener Angriff des SV Marius Kleinsorge. Kurzer Haken, kurz mal gewackelt und da ist Dennis Undaff, 2-1 Meppen. 12. Saisontor. Der Topscorer der Liga, aber maßgeblich der Mann, der serviert. Marius Kleinsorge tankt sich über außen durch. Das war richtig stark.